Hallihallo, heute habe ich das erste Update in Sachen Challenges für euch und möchte euch einfach ganz kurz informieren, was ich denn so im Rahmen welcher Challenge im Januar gelesen habe und wie weit ich da so bin. Ja, ich habe tatsächlich nur für eine Challenge überhaupt nichts gelesen und das ist die Sub-Destroyer Challenge. Die hat ja 24 Aufgaben, sind es, glaube ich, also nicht wenig, aber ich mache mir irgendwie trotzdem keine Sorgen, dass ich das dann nicht schaffe, wenn ich da nicht jeden Monat was von lese, weil da viele Bücher bei sind, die ich sowieso dieses Jahr unbedingt lesen möchte und die so oder so auf meine To-Read-List irgendwann wandern werden, ob ich sie nun beachte, dass sie halt in der Challenge drin sind oder nicht. Und von daher mache ich mir da noch keine Gedanken. Ja, womit fange ich an? Das Project 5 Books, das lief eher schleppend an im Januar. Ich habe von den 5 Büchern nur eines gelesen und das war Die Insel von Manuela Martini. Ich werde zu den einzelnen Büchern jetzt nicht so viel sagen, weil ich habe im Monatsrückblick, glaube ich, schon genug erzählt. Und zu diesem Buch wird es außerdem noch eine Rezension geben. Von daher reicht es, glaube ich, wenn ich sage, dass es mir insgesamt sehr gut gefallen hat und 4 Sterne bekommen hat. Und ja, wie gesagt, das erste von 5 Büchern. Für den Februar habe ich mir für diese Challenge 2 Bücher rausgesucht. Und ja, mal gucken, ob ich das so schaffe. Ich spiele sogar mit dem Gedanken, noch ein anderes anzufangen, weil ich genau weiß, dass ich dieses Buch bis zum Ende vor mir herschieben werde und mir so dachte, wenn ich es einfach in einem spontanen Moment anfange und dann bin ich ja drin und dann lese ich es auch zu Ende vielleicht. Ja, schaffe ich das in diesem Monat dann auch noch, aber mal gucken, auf jeden Fall habe ich eins schon gelesen. Dann habe ich 2 Aufgaben von meiner E-Book-Challenge ja, bewältigt und eine dritte Aufgabe angefangen. Die erste Aufgabe, die ich geschafft habe, war auch die erste von der Challenge, nämlich lies das E-Book, was am längsten ungelesen auf deinem E-Reader ist. Das war bei mir der erste Teil von Shades of Grey. Ja, auch dazu habe ich, denke ich, im Monatsrückblick genug gesagt. Es hat mir, ja, ganz okay gefallen, hat 3 Sterne bekommen. Ich bin schon froh, dass ich es jetzt gelesen habe, einfach, ja, weil ich so mitreden kann jetzt, weil ich jetzt auch eine eigene Vorstellung davon habe. Ich dachte mir nämlich immer, worum geht es in diesem Buch eigentlich? Es kann ja nicht nur um dieses Erotische gehen, es muss ja irgendwie irgendeine Handlung und Geschichte geben. Ich konnte mir aber nie vorstellen, was das denn für eine Geschichte sein soll. Jetzt weiß ich es, die Geschichte ist jetzt nicht so der Burner, aber gut, immerhin gibt es irgendwie eine Handlung, eine halbwegs vernünftige. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf, wie das Ganze in dem Film umgesetzt wird. Den sehe ich mir am 13. an, also nächste Woche. Mal schauen. Die zweite Aufgabe, die ich gelöst habe, war, lies ein E-Short zu einer Reihe. Und zwar habe ich That Story von Joss Stirling gelesen. Das ist die Kurzgeschichte zu Finding Sky. Ja, fand ich ganz okay. Muss man nicht unbedingt gelesen haben. Also es gibt einen kleinen Einblick so in die Denkweise von Zed und wie es so ist, wie er am Anfang der Geschichte, also am Anfang von Finding Sky halt ist. Aber man verpasst nichts, wenn man es nicht gelesen hat und so viele neue Erkenntnisse bringt diese Kurzgeschichte jetzt auch nicht. Also man muss es nicht gelesen haben. Ja, und die Aufgabe, die ich angefangen habe, ich weiß nicht gerade nicht, die wievielte Nummer das ist. Moment. Ich habe mir das alles gut aufgeschrieben. Nummer 6. Lies ein E-Book mit mehr als 500 Seiten. Dafür habe ich mir herausgesucht 17 Moons von Cami Garcia. Da bin ich jetzt über die Hälfte. Ich habe es noch nicht beendet. Momentan lese ich eher weniger darin und widme mich eher den anderen richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Büchern. Ja, aber die Aufgabe werde ich diesen Monat auf jeden Fall noch beenden und mal schauen. Ich habe mir noch nicht überlegt, was ich dann für ein E-Book lese, welche Aufgabe ich mich dann widmen könnte. Ja, mal schauen. Ja, dann habe ich für die 15 für 2015 Challenge 2 Bücher gelesen. Einmal für die Kategorie Einzelbände 7 Minuten nach Mitternacht von Patrick Ness. Ja, hat, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Sterne bekommen.
Vier Sterne, genau. Hat mir schon gut gefallen. Es fehlte aber irgendwie noch das gewisse Etwas. Also es war schon rührend und eine süße Geschichte, aber irgendwie so ein Ticken fehlte da irgendwie noch zu den 5 Sternen. Und für die Kategorie Folgebände habe ich den dritten Teil von Legend gelesen. Berstende Sterne. Ein genialer Abschluss der Trilogie, hat mir sehr gut gefallen, hat mich am Ende wirklich zu Tränen gerührt, aber ich liebe das Ende. Ich bin so froh, dass die Geschichte so geendet ist und ja, kann guten Herzens damit abschließen mit dieser Trilogie. Und bin froh, dass ich es endlich gelesen habe, weil ich es eine Weile vor mir hergeschoben habe, eben aus Angst, dass mir das Ende nicht gefällt. Ja, das wäre es für die Challenge. Ich weiß gar nicht, dafür habe ich 2 Bücher, glaube ich, auf meiner To-Read-List. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich glaube, es sind 2. Auf jeden Fall das Flammende Kreuz habe ich diesen Monat. Das lese ich auch schon. Und das gehört zur Kategorie. Echt ein schweres Wort. Folgebände, das habe ich auf jeden Fall diesen Monat dabei. Und dann mal schauen. Und zur Buch-Challenge 2015, wo man ja nur diese Begriffe rausstreichen muss, da habe ich für mich gemerkt, das geht viel zu schnell. Also ich hätte mit einem Buch irgendwie 5, 6 Begriffe abdecken können. Und ich finde, dann bin ich zu schnell durch mit der Challenge. Das finde ich irgendwie doof. Und habe für mich jetzt gesagt, pro Buch höchstens 2 Begriffe, am besten nur ein. Es sei denn, man hat halt als zweites Begriff, der wirklich, von dem man weiß, es wird schwer, den in einem anderen Buch auch noch zu finden. Dann streiche ich den eben auch noch mit durch. Und da habe ich nämlich schon 5 Begriffe abhaken können. Und zwar bei Protagonisten das Schulkind in 7 Minuten nach Mitternacht kommt das vor. Bei der Kategorie. Ich lerne das Wort nicht mehr. Das ist ja schlimm. Bei der Kategorie Umgebung. Ist das überhaupt so? Bin ich schon vollkommen bekloppt. Kennt ihr das, wenn man ein Wort so oft sagt, dass man nicht mehr weiß, ob es überhaupt ein Wort ist? Kategorie. Doch, so sagt man das doch, oder? Egal. Für den Bereich Umgebung habe ich die Wörter Hotel und Restaurant gefunden. Und zwar beide in Shades of Grey kommen die vor. Und bei Handlung haben wir einmal die geladene Schusswaffe. Die habe ich in dem Buch Zeitsplitter von Christine Terrell gefunden. Und dann noch ein Krankenhausbesuch, der war auch in 7 Minuten nach Mitternacht. Für Gegenstände, da gab es einmal den Rucksack, den habe ich in Flammen über Arcadien gefunden und die Spraydose in Passagier 23. Da war ich wirklich überrascht irgendwie. Ich hätte nicht gedacht, dass mir die Spraydose so schnell begegnet. Ich dachte echt, das ist einer von den Begriffen, wo ich lange für brauchen werde. Und für fünftens Nahrungsmittel habe ich das Eis rausstreichen können, nämlich gefunden in Harry Potter und der Stein der Weisen. Was mich zur letzten Challenge bringt, Harry Potter Challenge. Ich habe ja angefangen mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich habe es noch nicht durch. Ich stecke noch mittendrin. Oh, aber es macht so viel Spaß, dieses Buch wieder zu lesen. Ich habe es im Januar so ein bisschen von mir hergeschoben. Ich wollte es irgendwie zum richtigen Zeitpunkt anfangen, wenn ich wirklich Zeit zum Lesen habe und mich vollkommen darauf einlassen kann und wieder vollends in diese Geschichte abtauchen kann. Weil ich mich da auch einfach sehr darauf gefreut habe. Und dadurch habe ich es dann erst Ende des Monats angefangen und bin, wie gesagt, noch nicht durch, weil ich zurzeit auch wieder 4 Bücher parallel lese. Und da dauert es halt ein bisschen länger. Aber ich habe überlegt, dass ich versuchen werde, oder dass ich es wahrscheinlich auch schaffen werde, es an diesem Wochenende zu beenden. Und je nachdem, wie ich dann so vorankomme mit den anderen Büchern und wie ich so Lust und Laune habe, werde ich dann im Februar vielleicht auch den zweiten Teil schon anfangen. Ja, das war's. So viel habe ich bisher in den Challenges geschafft. Und ja, berichtet mir doch mal, wie weit ihr so gekommen seid, was ihr wofür schon gelesen habt. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. You're on a different road, I'm in the Milky Way. You want me down on Earth, but I am up in space. You're just so hard to please, we gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s kid. I love it more.